Neues Kapitel. Bruchgleichungen. Da brauche ich nicht sehr viel erklären, weil das haben wir alles eigentlich schon mal gemacht. Das heißt, ich werde jetzt zur Wiederholung ein paar Dinge in Erinnerung rufen, die wir voriges oder vor 2 Jahren schon einmal gemacht haben. Also, starten wir. Da haben wir doch einmal das Kapitel mit den Gleichungen gehabt. Und ich kann mich erinnern, da haben wir eine Waage mitgenommen. Wie hat das funktioniert? Schauen wir uns das jetzt an. Nein, ich glaube, das war die falsche Waage. Das interessiert keinen. Das ist zwar eine nette Waage, aber die haben wir damals nicht mitgehabt. Und das ist ein bisschen schwer zum Erklären dann. Ja, das ist auch eine Waage. Aber mit der ist es auch noch ein bisschen blöd zum Erklären. Schauen wir weiter. Ah ja, jetzt haben wir die richtige Waage erwischt. So, wie funktioniert das also? Da ist eine linke Seite und eine rechte Seite. Und da, das ist so unser ist gleich. Und jetzt, wenn ich auf der linken Seite ein Gewicht rein tue und auf der rechten Seite das gleiche Gewicht, noch ein bisschen Wackelei, steht dann die Waage. Halten wir sie ein bisschen auf. Im Gleichgewicht. Jetzt kann ich natürlich links noch eins rein tun und rechts auch. Ist im Gleichgewicht. Beim Zuschauen hat man das jetzt schon gesehen, das Prinzip. Wenn ich links und rechts das gleiche drauf tue, dann bleibt die Waage im Gleichgewicht, da ändert sich nichts. Genauso, wenn ich links und rechts das gleiche wegnehme, also das Gewichtel und das Gewichtel, dann ändert sich auch nichts. Die Waage ist im Gleichgewicht. Oder wie wir es halt vorher gesagt haben, wenn ich links und rechts das gleiche drauf tue, ändert sich nichts. Und so schauen auch unsere Gleichungen aus. Links ist das gleiche wie rechts. Und wie war denn das mathematisch? Wenn ich links was weg tue, dann ist das nichts anderes als wie subtrahieren. Aber ich muss links und rechts das gleiche subtrahieren. Manchmal habe ich schon gesehen, gell? Da wird dann bei den Gleichungen eins wegtan und dann wundert sich, dass nichts mehr stimmt. Also links und rechts das gleiche wegtun. Immer dann, wenn zwei Größen als gleich dargestellt werden, liegt der Gleichung vor. Und die meisten wissenschaftlichen Aussagen werden in dieser Form getätigt.